Ein herzliches Grüß Gott im Museum unseres Benediktinerstiftes Admont. Mein Name ist Pater Michael und ich bin der Kulturbeauftragte unseres Hauses. Im Jubiläumsjahr 2024, wo wir 950 Jahre Benediktinerstift Admont feiern, haben wir auch in unserem Museum einige Veränderungen, einige Neuerungen für Sie, unsere Besucher, vorbereitet. Das Museum wurde ja vor rund 20 Jahren schon einmal umgebaut und in die heutige Form gebracht. Aber das Jubiläumsjahr war uns Anlass, das Kunsthistorische Museum zu verändern und auch an einen neuen Ort zu bringen, wo wir im Prinzip von der Wiege unseres Klosters weg bis zur Gegenwartskunst verschiedene Objekte Ihnen zeigen dürfen, die ein wenig einen Querschnitt über das Leben unseres Hauses in diesen 950 Jahren bieten. Im Bereich, wo bisher das Kunsthistorische Museum verortet war, befindet sich im heurigen Jahr eine Sonderausstellung, wo wir ganz bewusst auf das Wirken unseres Hauses in diesen 950 Jahren blicken wollen. Aus den verschiedenen Perspektiven der Aufgaben wie Seelsorge, Schule, klösterliches Leben oder die Wirtschaftsbetriebe. Gleich bleiben tun die Bereiche der gotischen Kunst. Gleich bleiben tut das Naturhistorische Museum. Und natürlich, wenn man so möchte, das Juwel unseres Museums, die Stiftsbibliothek, der größte klösterliche Bibliothekssaal der Welt. Wir wollen Ihnen natürlich auch weiterführende Informationen über unser Haus geben und das wird in den überarbeiteten Multimedia-Präsentationen möglich sein, wo Sie sich nach eigenem Interesse auch über die Geschichte unseres Hauses informieren können. Wir freuen uns, wenn Sie uns in diesem Jubiläumsjahr besuchen kommen und wünschen Ihnen alles Gute und den Segen Gottes.